Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir sprechen heute über eine Bracha, über König. Vor dem, wir sprechen über Bracha, über König, ich sag eine Bracha zu dem größten König. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shehakol Nehyah Bidvaroy. Sag Amen. Amen. Gut, es gibt eine Bracha. Gelobt seist du, Ewiger, unser Gott, König der Welt, der hat gegeben, der hat geschenkt von seiner Ehre zu einem Fleisch und Blut. Was heißt das? Wenn einer sieht einen König, König, irgendeinen König, wir werden bald sehen, König oder Königin, er soll Gott danken, dass er hat geschenkt, ein normales Mensch, seine Ehre von seiner Majestät, von seiner Herrlichkeit zu einem Mensch. Es gibt drei besondere Menschen, die soll man danken oder Gott loben. Wenn man sieht einen ganz klugen Mensch, einen ganz weisen Mensch, wenn einer trifft Albert Einstein, dann soll er machen einen Segensspruch. Aber wir werden darüber noch lernen. Wenn einer sieht einen schönen Mensch, soll er Gott danken. Und wenn einer sieht einen König, stellt sich die Frage, was heißt ein König? Wer ist ein König? Weil wir werden bald sehen, dass in der Geschichte die Juden haben auch gemacht diesen Segensspruch auf dem Zar, auf dem Kaiser, manchmal auf dem Oberbürgermeister und sogar manchmal gemacht diese Bracha für den Pap, wenn die sind gekommen nach Rom und sie haben gesehen dem Apifior, haben sie gemacht diese Bracha, dass Gott hat gegeben von seiner Ehre zu so einem besonderen Mensch. Und stellt sich die Frage, was sind die Kriterien, was sind die Details, was ist ein König, wann soll man sprechen diesen Lob- und Segensspruch über einen König und wieso hat Gott gemacht Könige in dieser Welt, wenn wir alle Menschen, alle sind geboren von Mama und von Papa. Wieso gibt das Unterschied? Der ist ein König, der ist ein Weiser und der ist ein Schöner und so weiter und so fort. Wir sind doch alle Menschen. Jeder Mensch ist sterblich. Also jeden Mensch, wo ich treffe einen Menschen, soll ich Gott danken. Warum gerade bei die drei besonderen Leute und insbesondere spezifisch heute über König? Сегодня мы будем говорить о благословении, когда мы встречаем короля. И всегда в нашей жизни, так написано в Торе, мы должны благословлять Бога за то, что Он дал частичку своей чести таким особенным людям, как королям. И такое благословение произносится в трех случаях. Если мы встречаем очень умного человека, если мы встречаем очень красивого человека в нашей жизни, или мы встречаем высшую особу короля. Вопрос в этом, почему, ведь мы все одинаково рождены, да, от мамы, почему есть такие разницы, что кто-то король, да, и почему ему такие почести? Окей, wir beginnen. Steht geschrieben in Talmud, wenn einer sieht ein König, von den Völkern, von allen Völkern. Es gibt 70 Nationen. Wenn einer trifft den König von Schweden, einer trifft den Sultan von Marokko, einer trifft den Kaiser Wilhelm aus Deutschland und einer trifft Peter der Erste in Russland oder Königin Victoria oder wie auch immer. Triffst du einen König, musst du Gott danken, dass er hat gegeben von seiner Herrlichkeit, von seiner Ehre, auch Ehre zu einem Mensch. Was heißt das? In den alten Zeiten, wenn einer hat gesehen, ein König, hat gehört über einen König, hat er gleich ihm sein Herz weich geworden und er hat sich gefühlt gleich klein in sich und der König hat er gegeben Ehre. Warum? Sagt Rabbi Yaakov Bar Yakar, der Lehrer von Rashi, weil es steht geschrieben, Misnase lechol eroish, ki la Hashem amlucho moish al bagoim. Er bringt zwei Psukim, dass Hashem ist der erste König und ein großer König macht auch kleine Könige. Das zweite, Hashem ist der König, aber er macht auch bei den Goim
wer soll sein der König? Das heißt, der König hier unten hat sein Glück, sein Stern, sein Engel, seinen göttlichen Parallel im Himmel. Und wenn du siehst, der König hier unten in die Erde, das ist ein Parallel, ein Spiegel von dem König im Himmel. Und weil im Himmel hat Gott entschieden, soll er sein ein König, hier in dieser Welt, gerade dieser Mensch, der auch geboren von normaler Vater und Mutter, ist auch König geworden. Также в нашей жизни, что все короли назначены свыше, нашим всеобщим королем, Богом над нами. И когда Он правит над нами, Он правит тоже разделять на маленькие королевства все. И когда мы видим маленького короля, он является как бы зеркалом того большого отражения и чести, что является выше всего. Good. Jetzt beginnen wir die religiösen Dinge und dann gehen wir später ein bisschen zum Politik. Arye heißt Löwe, von Stamm Yehuda. Arye in die Buchstaben Zahl macht Gvura, Malchut. Also Arye ist in die Buchstaben Gvura, Königschaft. Das heißt, jeder, der wird ein König, ist er ein König von seiner Familie. Wer ist der König von allen Vögeln? Wer ist der König von dem Vogel? Adler. Wer ist der König von dem Vieh? Dem Ochs. Löwe. Löwe ist von den Tieren. Von allen Tieren der Löwe. Also gibt es in jeder Hierarchie hat seine König. Wer ist der König bei Menschen? Oh, die Frage ist, in welchem Land lebst du? Wenn du lebst in Russland, hast du einen König. Wenn du lebst in Prussia, hast du einen anderen König. Wenn du lebst in Marokko, hast du einen anderen König. Es waren nur 4 Könige in der Geschichte, die waren König über die ganze Welt. Nur 4. 3 Nichtjuden und eine Jid. Die 3 Nichtjuden sind Achav, Nebuchadnezzar, Nabucco und Achashverosh. Die 3 waren Könige über die ganze Welt. Der andere Jid, der war König über die ganze Welt, war Shlomo HaMelech, König Shlomo. Und er war nicht nur König über die Menschen, der war auch König über die Tiere, über die Vieh, über die Geflügel und sogar über dem Himmel, über dem Engel. Das heißt, er war Engel unten und oben, oben und unten. Aber alle 3 Könige, Achav, Achashverosh und Nebuchadnezzar, weil sie waren nicht kontaktiert mit Himmel, waren sie böse Leute in die Erde. Sie haben bekommen die Kraft von Herrschaft und sie haben bekommen die Kraft von Regierung. Und Kraft von Regierung ist göttlich. Gott schenkt das. Aber Gott beherrscht 2 Eigenschaften. Gott als König beherrscht die Seite Recht und Gerechtigkeit. Gott kann ganz gut bestrafen. Erdbeben, Tsunami, Krankheiten, Überschwemmung, Balagan ohne Ende. Und Gott kann auch machen Liebe und Barmherzigkeit. Leben schenken, Güte, Liebe, Freude, Geborgenheit, Wärme, Geschenke, Bonbons. Also er kann beides machen und in seine Hände ist zu geben, Leben oder das Leben zu nehmen. В каждой своей иерархии есть свои короли. Например, у птицы, высшая птица всегда это орел. У животных это бык. В диком мире животные это лев. И точно так же всегда есть какой-то король, которому мы подчиняемся. И всего было 4 короля, которые имели полнейшую власть над всеми народами и над всеми животными. 3 из них были не евреями, 1 был еврей. И у него была связь не только внизу со всеми, он правил над всем, у него была связь и свыше. И у него было полностью владение. У тех других троих, у них была только власть, которая правила на земле. У них не было связи Всевышним наверху, и поэтому они были такими очень властными, злыми правителями, потому что Бог в своей власти, он
делает не только права и обязанности, он правит между и жизнью, и дает нам разные блага, точно так же, как и может это забрать. И поэтому у одного короля было все, и была и связь и с небом, и с землей. Okay, jetzt hören Sie gute Idee. Sie ist ein bisschen edel, aber ihr seid genug intelligent, die Idee zu verstehen. Es gibt zwei Arten in Politik von Regierung. Demokratie und Diktatur. Okay. Was ist der Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie? Sagen unsere Weisen in der Bibel, es gibt vier Unterschiede. Der erste Unterschied, ein Diktator wird ein König von alleine durch seine Macht und Kraft oder Erbschaft. Ein Demokratischer wird nicht alleine, er wird gewählt. Das heißt, von wo saugen die Leute ihre Kräfte? Der Diktator saugt seine Kräfte von wem? Von Gott. Der Demokratische, von wem saugt er seine Kräfte? Von den Menschen, vom Volk. Das ist die erste Sache. Zweite Sache. Wo soll sein die Hauptstadt? Ein diktatorischer König entscheidet, wo soll sein seine Hauptstadt? Er kann nehmen seine Hauptstadt nach Berlin, er kann nehmen seine Hauptstadt nach Bonn, er kann nehmen seine Hauptstadt nach Shushan, so wie Achashverosh, und er kann nehmen seine Hauptstadt nach Jerusalem oder Tel Aviv. Also er entscheidet, wo ist die Hauptstadt? Bei demokratischen Regierung, das Volk entscheidet, wo soll sein dem Hauptstadt. Dritte Sache, ein Diktator, die Kasse, das Geld, die Vermögen, die Vermächtnis von diesem Land gehören ihm. Er macht damit, was er will, wie er will, solange er will. Wenn er will, kauft er 10 goldene Wagen und wenn er will, isst er 3 Schäferlach zum Mittag. Und wenn er will, er macht, was er will, die Vermögen gehören ihm. Bei demokratischer Regierung, die Kasse, der Schatz, die Vermögen, wem gehört es? Dem Volk. Es gehört nicht die Regierung. Die Regierung sind Beamte, die haben die Kraft zu entscheiden. Deshalb heute in die moderne Welt will man wegnehmen die Macht von der Regierung und geben an private Leute, soll die Sachen so ein bisschen beleben. Und die vierte Sache ist die Strafe. Bei Demokratie kann man einen Menschen nicht einfach bestrafen nach Laune, nach Caprisa, nach die Nase, nach Körpersprache. Ob der Mensch gefällt dir oder gefällt dir nicht. Ein Diktator, er ist kaprisisch. Es muss nicht immer Gericht sein und er hat freie Wahl zu bestrafen, wie er will. Also vier Unterschied zwischen göttlichen Kraft, sozusagen diktatorisch, und menschlichen Kraft, demokratisch. Erste, wer entscheidet? Er oder er? Volk oder Gott? Zweiten, Hauptstadt, er entscheidet, der König, oder das Volk entscheidet? Drittens, Vermögen bei einem Diktator, es gehört ihm seine Vermögen. Er macht damit Entschuldigung. Er macht damit, was er will. Bei einer Demokratie, er kann nicht machen, was er will. Man braucht abstimmen. Und wenn die Mehrheit hat abgestimmt, zu geben jetzt noch ein Stückchen von den Kuchen zu Flüchtlingen, zum Sozial, hat man gegeben. Hat man entschieden, nicht, denn eben nicht. Und die vierte Sache ist die Recht und Gericht. Ein Diktator muss nicht immer nach Recht und Gerechtigkeit gehen. Er macht seine Strafe, er kann sogar töten, er kann sogar machen, was er will, es liegt in seinen Händen. Ein demokratischen gibt es Gericht, es dauert lang, es gibt keine Todesstrafe, höchstens Gefängnis. Nach 2/3, wenn er hat gut benommen, gibt man ihm gnädig. Also das ist nicht absolute Strafe, so wie in die königlichen, in dem himmlischen. В чем состоит разница между демократией и
когда полностью существует такой режим тоталитарный. Das ist das Wort, totalitarischen Regierung. Besser als diktatorisch. Vielen Dank. Also ich korrigiere das Wort Diktator zum totalitarisch. Vielen Dank. Totalitarisch gefällt mir noch besser wie Diktator. Vielen Dank. Когда это такой режим тоталитарный, что у него власть вся в его руках, он ее сам себе берет, как бы от Бога. А когда демократия, тогда выбирает народ. И точно так же проявляется, когда финансами, кто владеет, что все финансы в демократии решаются совместно со всем народом. На что, на какие нужды выделяются деньги. Когда диктатор один правит, его не интересует никто. Он делает, что он хочет, он покупает, что он хочет, он тратит на что он хочет. Точно так же и где будет столица. В демократии решает сам народ. Решается сообща, где будет столица государства. Диктатор говорит, что вот там я хочу, и там это будет. И точно так же, что касается правосудия. Диктатор правит, как бы на своими капризами управляется. Он не смотрит с правой точки зрения, это правильно или неправильно. А в демократии это всегда человек предстает перед судом, и тогда это решается, насколько человек совершил ошибку, на что его осуждают, нету смертной казни. То есть вот эти четыре большие разницы между диктатурой и демократией. Und interessant, wenn das Volk ist total gläubig, wie zum Beispiel heute Leute in Jordan, Saudi-Arabia, die sind sehr fromm und gläubig und sehr totalitarisch geeignet, dort sieht man auch Spuren von Königen. Aber in die moderne, säkuläre Welt, die wollen nicht besonders weiter mit Gott zu tun haben. Was wollen sie? Sie sagen, lass uns jetzt totalitarische Sachen beiseite. Wir wollen jetzt Demokratie. Wir möchten alleine entscheiden, was ist richtig und was ist nicht richtig. Wobei, auch in einer Demokratie gibt es einen Fehler. Was passiert, wenn 100 Kardiologen sagen, soll man dich operieren? Und kommt ein weltberühmter Kardiolog, der höchsten in Amerika, und er sagt, soll man nicht operieren. Wem hörst du? Die Demokratie von 100 Kardiologen oder der totalitarischen Arzt? Der hat so eine Welterfahrung, wo er sagt, nein, nicht operieren. Ich werde hören ihm, weil er ist in dieser Welt mehr stark als die 100 Demokraten. Sie sagen jetzt, was zu tun. Und so ist auch in religiösen Sachen. Wenn 100 Rabbiner sagen jetzt, etwas zu tun, kommt ein großer Rabbi, Rav Steinmann, Rav Kanievski, Lubavitcher Rebbe, Rav Moshe Feinstein, Rav Eliyoshiv. Es mir egal, so sein 1000 Rabbiner. Aber wenn es gibt eine mächtige, königlichen Weisen, der mir sagt, was zu tun, ich werde ihm hören und nicht die Mehrheit von der Demokratie. Das heißt, wir spüren schon, das gibt auch da Neigung, was will der Mensch mehr. Manche Leute, wenn sie haben keinen König, keinen Chef, keinen Direktor, die sind verloren. Die fühlen sich nicht wohl, weil sie erwarten dem Joch, sie erwarten dem Schmerz. Sie können damit umgehen. Manche Leute wollen, nein, sie wollen Freiheit. Sie wollen selbstständig sein, sie wollen selbst in die Sachen in die Hände nehmen. Und da gibt es verschiedene Typen von Menschen. Manche Leute brauchen diesen absoluten Kinder zum Beispiel, was brauchen sie? Ein Vater und Mutter totalitar oder Demokratie? Was glaubt ihr? Nein, nie im Leben. Nie im Leben. Sie haben in dem Moment, wo Vater und Mutter sind totalitarisch, sie entscheiden, was man isst und was man trinkt. Guck mal, ich gebe zum Beispiel in eine jüdische Erziehung. Ein Kind ist geboren mit 8 Tagen. Macht man ihm Beschneidung. Beschneidung zu machen mit 8 Tagen ist Demokratie oder totalitar? Totalitar. Später die Kinder geben ihm eine Kindermädchen oder sie schicken ihn in den Kindergarten. Geht er in den Kindergarten, Demokratie oder die Eltern entscheiden? Die Eltern entscheiden.
Später in welche Schule soll er gehen? Totalitar. Später mit wem soll er heiraten? Totalitar. Kriegst du unsere Hilfe oder kriegst du nicht? Totalitar. Ich sehe auch bei meinen Kindern, auch wenn ich gebe meinen Kindern dem Gefühl von Demokratie, ich kann sie natürlich fragen, was wollt ihr, Reis oder Nudel? Aber ich habe schon entschieden, dass es gibt nur Reis und Nudel. Es gibt's nicht mehr. Sie kriegen in diesem Spiel ein bisschen Gefühl von freier Wahl. Aber das ist eine Täuschung. Und auch die erwachsenen Kinder brauchen schon eine Linie von Totalitarität. Sie brauchen einen Weg. Ein Mensch braucht in seinem Leben, soll jemand ihm sagen, das ist der Weg. Man macht so und man macht so. Deshalb, das jüdische Volk, wenn sie waren, ein bisschen verloren, ohne Propheten, ohne Richter, sie haben gesagt, liebe Gott, gib uns bitte einen König. Genauso wie alle anderen Völker. Genauso wie alle anderen Völker haben einen König. Wir möchten auch unseren König, Melech Israel. Wir wollen auch. Und dann Gott hat gegeben zuerst Shaul und dann David und dann Schlomo und so weiter und so fort. Aber heute sprechen wir nicht über jüdische Könige. Heute sprechen wir über den Segensspruch, über die Völkerkönige. Was ist ein König, wo wir diesen Segensspruch sagen sollen? Сегодня мы говорим о благословлении королей разных народов, потому что есть такая тенденция у людей, что даже при всей демократии, что человеку всегда хочется, чтобы кто-то его направлял, чтобы, например, если вы пришли к врачу, и один светило медицины вам говорит не для операции, а что других врачей демократически решают, да или нет, то кого вы больше послушаете? Конечно, то светило, которое имеет больше всего опыта и сказал нет для операции. То есть всегда в человеке есть такие вот желания, чтобы им управляли и правили. И также воспитание детей. Когда дети маленькие, то за них решают родители разные шаги и направляют их, что детям потом, когда они уже становятся больше и взрослее, оставляют какую-то часть свободы, но все равно в определенных рамках. И поэтому сегодня идет речь о благословлении, почему мы благословляем Бога за то, что Он дал людям разным нациям разные короли. Окей. Ich beginne jetzt die Regeln. Ich beginne mit den Regeln in die alten Zeiten und dann komme ich später zu den Regeln heute. In den alten Zeiten, wenn einer sieht ein König, nicht alleine, sondern mit der Delegatie, mit Begleitung. Und der König ist nicht mit normalen Kleidern, sondern mit königlichen Kleidern. Und er geht nicht einfach so, apropos zu irgendeinem Platz, sondern er geht, um seine Majestät, um sein Königreich zu zeigen. Dann ist eine Mitzwe für uns, Jiden, zu gehen und zu sehen, dieser König, und zu sagen, diese Bracha, das Gott hat gegeben von seiner Ehre zu diesem König. Da habe ich gesehen, dass die Jiden haben gegangen zu Franz Josef. Die Jiden sind gegangen in viele zum Wilhelm. Die Kinder sind gegangen zum Zar Nikolai. Immer wenn sie haben sie gesehen, sie haben gebeugt und sie haben gemacht diese Bracha. Sogar, und das hat mich fasziniert, es war ein Lubavitcher Rabbiner in Tschernigow. In Tschernigow. Sein Name war Radatz, Reb David Zvi. Und einmal der Kaiser von Russland ist gekommen zu seiner Stadt. Und bei diesem Besuch, der Kaiser war so ein bisschen betrunken, der hat ein bisschen getrunken. Und Rabbi David Chaim Radatz hat genommen sein Schabbeskapote, sein Hut, hat genommen eine Torahrolle und er hat gesehen, dieser König, der hat ihm gesegnet. Sein Neffe, der war so ein moderner, ein kluger, ein aufgekleckter, aufgeklärter Mensch. Also gibt es Menschen, die sind sehr modern. Die Menschen heißt man Maskilim, aufgeklärte Menschen. Sagt ihm, sag mal, der König hat von dir gelacht. Er hat gefragt, wer ist dieser komische Mensch mit diesem Gebet, mit diesem. Und da habe ich ihm erklärt, sagt ihm Reb David Zvi Chaim,
du Fatah. Es geht nicht wegen dem König. Es geht wegen seiner oberen Minister. Wenn wir segnen einen König, wir segnen nicht jetzt diesen physischen Figur. Wir segnen dem göttlichen Kraft, die ihn begleitet. Und wenn das ist nicht klar, ich werde, manchmal, wenn etwas ist nicht klar, muss man bringen eine Analogie, eine Geschichte von anderen Leben. Ich gebe eine Geschichte von anderen Leben, sollt ihr verstehen, was ich will. Einmal ist gekommen Ayid aus Deutschland zu dem Besritscher Magid. Und es war ein großer Rebbe. Und der Rebbe hat ihm gesagt, kann ich was für dich tun? Sagt er, nein, bei mir ist alles okay. Ein Segen? Nein. Ein Ratschlag? Nein. Sagt der Rebbe, auch wenn du nicht brauchst, will ich dir was sagen. Willst du nicht hören? Ich sag dir was. Jeden Arzt in dieser Welt hat einen Begleiter, einen Engel, Engel Raphael. Ein kleiner Arzt hat einen kleinen Engel. Ein großer Arzt hat einen großen Engel. Sehr gut. Und er ist weg, er hat nicht verstanden. Nach vielen Jahren, er war in Österreich und plötzlich in die Mitte von seinen Geschäften hat er bekommen so eine Lungenentzündung und er lag im Bett und die Ärzte haben gesagt, ein paar Tage stirbt er. Und da hat er gehört, dass der König von Bohemia ist gekommen mit seinem privaten Arzt, großer Arzt. Und er hat gesagt, vielleicht kann man, soll er mir nur gucken. Als der Arzt ist gekommen, sagt ihm der Mann, gib mir irgendein Medikament. Sagt er aber nach der Diagnose, hast du keine Chance zu überleben. Sagt er trotzdem, gib mir was, mach irgendeine Mischung, mach, bastle was. Er hat ihm gegeben und nach ein paar Stunden ist er gesund geworden. Warum? Weil er ist nicht gesund geworden wegen dem Doktor. Er ist gesund geworden von das, was der Doktor repräsentiert. Und wenn der Doktor ist ein größter Schaliach von Gott, denn seine Göttlichkeit, sein Engel, der ihn begleitet, ist auch größer. Deshalb, genauso ist auch mit König. Der König an sich muss nicht jetzt sein eine Persönlichkeit, die ich beugen muss. Aber in dem Moment, wo er präsentiert eine göttliche Kraft, muss ich als demütiger Mensch dem göttlichen Kraft, der hat ihm geschenkt und nicht mir. Ich bin kein König. Der ist ein König. Der ist ein König. Sogar sie ist eine Königin. Und in dem Moment, wenn sie ist eine Königin und nicht ich, Gott hat sie ausgesucht oder er ausgesucht, dann muss ich beugen zu dieser Akzeptanz von Gottes Totalität. Dankeschön. Смысл в этом благословлении заключается в том, что мы не преклоняемся перед этим человеком, королем, а преклоняемся перед той божественной честью, той властью, которая дана свыше. То есть мы не боготворяем вот этого маленького человека, который является королем, царем, кайзером и так далее. Мы через него поклоняемся и благодарим Всевышнего Бога. Точно так же, как на примере с врачом, что у каждого врача есть сопровождающий ангел. И чем больше врач, тем больше ангел за его плечами. И когда человек выздоравливает от очень тяжелой болезни, то выздоравливает отчасти не от лекарства или от доктора, а за счет того, той божественной большой силой, которая стоит за этим доктором, которая ему помогает. Noch drei letzte Anekdoten und damit wir sind fertig. Es war einmal ein blinder Rabbi in der Zeit von Talmud. Sein Name war Rav Sheshet. Und Rav Sheshet war blind, der hat die Welt nicht gesehen. Und ein Tag hat gehört, der König kommt. Er hat gehört, der König kommt. Er will auch gehen. Und die Leute sind gestanden in zwei Reihen um dem König. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Rav Sheshet ist gekommen, obwohl er blind. Neben ihm war ein Zdoki, ein Mensch, der war so ein Stechel, ein Sarxist.
Sie wissen, was ein Sarxist? Ich weiß es nicht. Sarxism, das ist Menschen, die machen bittere Witzen über dem anderen. Das nennt man zynisch, sarxistisch, Sarxism. Das ist so sarkastisch. Sarkastisch. Er war sehr sarkastisch. Und er sagt, der blinde Mensch, ich verstehe, wenn einer kommt zum Brunnen mit einem vollen Krug, mit einem ganzen Krug. Aber wenn einer hat einen kaputten Krug, wozu geht er zum Brunnen? Also er wollte Stechel, Rav Sheshet, wieso kommt er, der König zu begleiten und zu segnen, wenn er ihn nicht sieht? Das ist sarkastisch. Das ist so zu lachen über jemand. Sagt Rav Sheshet, ich sehe nicht mit den Augen, aber mit der Seele sehe ich besser als dich. Sagt er, ha, 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 sehr witzig. Ich will jetzt sehen, ob du wirklich bemerkst, ob der König ist da. Plötzlich kam eine Delegation mit Trompeten und Schlagzeug, da-da-dam, 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 bam-bam, so ein Parade. Und sagt der Zduki zu Rav Sheshet, der König ist da. Rav Sheshet sagt, nein. Kam zweite Delegation, dritte Delegation. Beim vierten Delegation sagt Rav Sheshet, jetzt ist der König da. Und er hat gemacht den Segen, Baruch Atah Hashem, Shenatan, Mikvodo Lebasar Vadam, das er hat gegeben, von seiner Ehre zu ein Fleisch und Blut. Sagt der Zdoki zu Rav Sheshet, woher weißt du, der König ist da? Sagt er, steht geschrieben, dass Gott kommt auch in die Stille. Der kommt nicht in Krach. Wenn ein König kommt, ich habe gewusst, er kommt in die Stille, in die Ruhe. Und da sieht man, dass die Königschaft ist nicht etwas, was kommt mit pompös. Das ist ein Gefühl, die mit der Stille verbunden. Была одна такая история. Один слепой раввин услышал, что в город придет король, и решил тоже пойти к нему и сделать эту мицву, поклониться ему, произнести благословение. И когда он стоял в толпе, рядом с ним был человек, который над ним насмехался, очень саркастично, и говорил: «Зачем ты пришел сюда? Ты же его все равно не увидишь, ты слепой». И когда пришла первая делегация с трубами, с барабанами, очень громко, он ему сказал, что король прибыл. А слепой раввин сказал, нет, его нету среди них. И так прошла вторая, третья делегация и четвертая делегация. И только потом, когда было тихо, он произнес благословение и сказал, что король пришел. Точно так же, как и Бог приходит в полной тишине и в спокойствии. Jetzt möchte ich sagen, wie gehen wir um heute mit diesem Segensspruch? Im Jahre 1966 hat Shai Egnon, der hat auch hier gewirkt in Bad Homburg und später in Israel, hat bekommen Nobelpreis in Schwedia wegen Literatur. Super Schriftsteller. Und damals hat er gesehen, dem Gustav der Sechste, Adolf. Und als er hat ihn gesehen, Shai Egnon, er hat gesagt, dem Segensspruch, das Gott hat gegeben von seiner Ehre zu diesem Mann. Viele Jahre später, 2005, hat bekommen noch ein Israeli Nobelpreis, Professor Israel Uman. 2005 hat er bekommen einen Nobelpreis in Schweden wegen Kalkala Olamit, einer weltlichen Ökonomie, weltliche Ökonomie-Idee. Und damals hat er gesehen, der Karl der 16. Und er hat keinen Segensspruch gesagt. Warum? Weil seine Rabbi, Rebaron Lichtenstein, hat gesagt, dass wenn ein König herrscht nicht, diesen bisschen von diesen totalitarischen Kräften, dann braucht man ihn nicht zu segnen, weil heute in die Politik ist er stark. Und morgen geht er weg. Deshalb, die Macht ist nicht so groß. Aber 2006, als er war in Jordan und er hat gesehen, Abdallah der Zweite, der Sohn von Hussein, hat er gleich gesagt, dem Segensspruch. Warum? Weil bei dem Mensch sieht man noch, auch wenn es uns gefällt oder nicht gefällt, es geht um Tatsache. Tatsache, der Mann hat in der Hand mehr Kraft, um Entscheidungen wirklich zu übernehmen und zu treffen.
Und da spürt man ein bisschen mehr Kraft von Gott. Das heißt, wenn einer liest die ganze jüdische Geschichte bis 2005 ungefähr, bis Israel Uman hat mir nicht gesagt, diesen Segensspruch, immer in die alten Zeiten, auch wenn Kaiser Wilhelm von Deutschland kam Ende 1800, was weiß ich, war das 20 oder 50, als er kam nach Eretz Israel, alle Leute außer eine, Rabbi Yosef Chaim Sonnenfelder hat gesagt, auf ihm soll man nicht sagen, weil er ist von Samen Amalek, aber normalerweise alle sind rausgekommen und alle haben gesagt, dieser Segensspruch. Das heißt, in die alten Zeiten, wenn jeden haben gesehen, ein Völkerkönig, haben sie gleich gebeugt. Heute leben wir in einer modernen Welt und die moderne Welt will nicht mehr den Begriff König hören. Sie wollen spüren, wir sind die Könige, Demokratie, wir entscheiden alles. Alles ist in unseren Händen. Ob das ist gut, weiß ich nicht. Meine Meinung zählt nicht in dieser Sache. Aber wenn einer ist geboren zu einer religiösen Familie, zu einer religiösen Linie, wie man leben soll, unsere Aufgabe ist Gottes Totalität zu übernehmen. Und wir wissen, alle vier Sachen gehören Gott. Gott entscheidet, ob du leben oder sterben. Gott entscheidet, ob soll er dir geben Geld oder nicht. Und wenn er dir nicht gibt, er kann dir auch wegnehmen von deinem Geld. Also manche Leute gibt er viel, aber er nimmt sie von ihrem Geld. Er entscheidet, wo sollst du leben, wo soll sein deine Hauptstadt. Es gibt viele Leute, die sitzen heute hier. Sie haben gedacht, meine Hauptstadt wird sein Warschau, Jerusalem, Charkow, Oral. Und die sind heute Hauptstadt Frankfurt. Wieso? Weil der totalitarische König hat entschieden, dass du heute sitzt in Frankfurt. Und du machst diesen Staat heute für deine Hauptstadt. Das heißt, das alles bringt uns, um zu akzeptieren, um zu beugen, seine Pläne, seine Ideen, seine Wünsche und zu wissen, dass in dieser Welt gibt es nur einen König. König der Welt. König, der war immer König. Ist er immer König. Immer König bleiben. Alle Kriterien, die habe ich euch gegeben über einen menschlichen König, sind ungültig. Warum? Weil ein Mensch ist sterblich. Heute ist er groß, morgen ist er Luftballon. Wo sind alle? Wo sind alle Könige geblieben? Die Leute haben Angst von den Königen. Es gibt Leute, die sind noch bis heute noch nicht ruhig von den Zeiten von den Königen. Bis heute, die leben noch in der Zeit von den KGB und die verborgene Wirkung von König. Aber es ist vorbei. Heute reden Leute schon laut, was sie denken. Es ist schon Demokratie. Aber eins ist geblieben. Über Gott darf man nichts sagen. Hast du etwas auf dem Herzen? Bete zu ihm. Beschwerden darf man. Diskutieren darf man. Sagen, das gefällt mir nicht, darf man. Man sieht sogar, Abraham ist mit Gott nicht einverstanden. Er diskutiert mit ihm, er handelt mit ihm. Weil Gott ist der Einzige, der nicht nur König, der ist auch Vater. Und deshalb nennen wir Gott unseren Vater, unseren König. Avinu Malkeinu. Warum Avinu Malkeinu? Ein Vater will alles geben, aber kann nicht alles geben. Ein König kann alles geben, aber will nicht alles geben. Deshalb, wir wollen, soll Hashem soll uns alle gute Sachen geben. Guten Ort, Gesundheit, Freude, Parnasse, Naches. Und ich wünsche euch alle vom Herzen einen gesunden Winter. Ah, noch eine Geschichte habe ich vergessen. Wollt ihr noch eine Geschichte oder genug? Ja. Okay, noch eine Geschichte zum Schluss und dann fertig. In Amsterdam, vor ungefähr 200 Jahren, war so eine Sitte, wenn immer der König ist gekommen, die Juden sind raus von der Synagoge mit ihren Torahrollen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen aschkenasische Torahrolle und einer Sephardi. Die Juden in Amsterdam, weil ihr Ursprung ist aus Portugal, die haben Torahrolle von den sephardischen Juden. Wie sieht das aus? Das ist so eine Box,
sieht aus orientalisch und drinnen ist die Pergament. Und immer wenn der König ist gekommen, die Juden sind raus mit die Tora-Rolle, aber nur mit die Büchse. Ohne Schriften drinnen. Um zu Ehre geben der König. Leider in jeder Gemeinde gibt es immer ein verbitterter, ein verbissener Petzer. Sie wissen, was ist Petzer? Petzer ist einer, der will seine eigenen Beine schießen und er schädigt sich selbst mit allen. Es gibt Menschen, die sind so verbittert, sie nehmen sich und alle in ihre Bitterung zusammen. Und dieser Petzer ist gegangen zu der Delegation von dem König und er hat gesagt, die Juden machen von dir einen großen Witz. Sie kommen mit der Tora-Rolle dich zu entgegen, aber die Tora-Rolle sind leer, sind ohne Pergament drinnen. Gut, an dem Nacht, der Diener von der Synagoge träumt. Und sein Papa sagt ihm, was schläfst du, was schläfst du? Renne in die Synagoge, renne in die Synagoge und leg ran die Pergament sofort in die Kisten. Sofort leg die Pergament in die Kisten. So ein ängstiger Traum, ist er gelaufen in Schul, gelaufen in die Synagoge und gelegt die Pergament in die Büchsen. Gut, Mittagzeit, die ganze jüdische Gemeinde läuft mit der Tora-Rolle, der König kommt und alle Juden machen die Bracha, dem Segen von dem König. Sagt der König, nein, 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 genug mit dieser Heuchlerei. Ihr macht mir einen Segen, aber eure Tora ist leer. Die ganze Gemeinde war blass wie Wand. Sie haben gedacht, oh je, unser Ende kommt. Er wird uns bald vielleicht auch vertreiben, so wie die Juden damals von Spanien, von Portugal. Und sie haben noch die Ängste. Und da sagt der ein Rabbi, wir dürfen nicht die Tora-Rolle öffnen. Wir dürfen nicht. Sagt der König, ist mir egal, sollt ihr öffnen. Und die öffnen die Tora-Rolle und was sehen sie drinnen? Die Tora, die Pergament. Und bis heute, die ganze Gemeinde glaubt, das war ein Wunder von Gott. Aber der Diener von der Synagoge weiß, dass er hat selbst die Pergament gelegt in die Büchse. Und seitdem macht man nicht diese Trennung. Wenn man geht raus mit der Tora-Rolle, die Tora ist auch drinnen. Man macht nicht mehr dieses Spiel zu trennen. Ich danke euch für das Zuhören. Bevakasha und bleib alle gesund. Wollt ihr noch einen Witz? Ja, dann erzähle ich euch noch einen Witz. Ein Witz. Ein Mann geht zum Doktor und der Doktor sagt, Sie haben noch 14 Tage zu leben. Sagt der Mann, okay. Er geht, er macht alle seine Sachen erledigt und er geht sogar zu einem Schneider, Moishe Jakubowitsch, soll er machen totes Kleider nach Maß. Wissen Sie, was ist nach Maß? Ja. Gut. Kommt nach Hause, sagt seine Frau, was gibt's Neues? Sagt er, ganz viel. Der Doktor hat gesagt, ich habe noch 14 Tage zu leben, aber keine Sorgen. Ich habe alles erledigt. Ich habe schon Platz reserviert, Papiere reserviert, sogar mein Anzug für den Tod, Tachrichim, Todesgewand, habe ich gegeben zu nähen nach Maß. Sagt sie, bei wem? Sagt er, bei Moishe Jakubowitsch. Sagt sie, bist du Meschuge? Moishe Jakubowitsch, bei ihm dauert 3 Monate. Ein Anzug. Diesen Witz habe ich gehört von ihrem Sohn. Bleiben Sie alle gesund und stark und alles Liebe. Also ich sehe, der Witz war nicht genug witzig. Dann erzähle ich noch eine. Sollt ihr richtig lachen. Ein frommer Mann geht in die 50er Jahre nach New York. Er hat noch nie gesehen New York. Sie kommen zu einem riesigen Hotel und sie sehen so Metalltüren, die schließen und die öffnen. Sagt der Sohn seinem Papa, Tate, was ist das, was ist das? Sagt der Papa, ich weiß nicht. Ich habe keinmal nicht gesehen, als automatischen Tieren von Metall rein und raus. Plötzlich sehen sie etwas fasziniert. Kommt rein in diesen Tor eine ältere Frau rein und nach ein paar Minuten kommt raus ein Hübscher, ein Attraktiver. Sagt der Sohn seinem Papa, Tate, was ist das? Sagt er, ich weiß nicht, aber ruf schnell die Mama. Ich wünsche euch alle so einen Aufzug zu steigen
und runterzukommen, jung, frisch, hübsch und schön und gesund. Lied raus. Sie sind ein Optimist.